Mein Name ist Volker Miesler, ich bin Bürgermeister der Kreisstadt Bergheim. Wir hatten diese Nacht hier in der Fußgängerzone im Friseurladen hinter mir einen Einbruch zu verzeichnen. Die Eigentümer sind heute Morgen dann gekommen und haben es festgestellt. Es war eine Flüssigkeit im Laden hinterlegt, in zwei verschiedenen Behältern, teilweise auch wohl verkippt im Geschäft. Und es wurde dann später die Feuerwehr dazugezogen. Es wurde festgestellt, dass es sich um Buttersäure handelt, eine stark ätzende Chemikalie. Die Feuerwehr hat daraufhin dann eben auch die Verletzten, es waren insgesamt 7, die Symptome hatten beim Atmen, ins Krankenhaus verbracht. Und ja, jetzt sind gerade 2 Feuerwehrleute mit entsprechender Schutzkleidung und Atemschutzgeräten im Gebäude, um eben die Flüssigkeit aufzunehmen und das Gebäude zu säubern. Danach werden auch die Behältnisse hier vor der Türe entsprechend aufgenommen und entsorgt. Und dann sind, ich hoffe, in den nächsten Minuten dann auch, wird der Einsatz dann auch beendet und es wird werden keine weiteren Personen zu Schaden kommen. Und ja, die Fußgängerzone wird dann hoffentlich gleich wieder freigegeben, nachdem momentan mehr als 20 Feuerwehrfahrzeuge hier im Einsatz haben. Wann läuft der Einsatz für die Feuerwehr hier vor Ort? Der Einsatz läuft seit ungefähr 11 Uhr und kurz nach 11 wurde dann eben auch festgestellt, dass es sich um Buttersäure handelt. Und es wurden dann die Spezialfahrzeuge dann eben auch mit der entsprechenden Spezialausrüstung angefordert, die jetzt gerade hier im Einsatz sind. Können Sie das einschätzen? Besteht denn hier eine Gefahr für die unmittelbare Bevölkerung in der Umgebung? Nein, jetzt nicht mehr dadurch, dass man es identifiziert hat. Nur dann, wenn man direkt mit der Flüssigkeit, mit der Chemikalie in Verbindung kommt, es entweder einatmet oder die Flüssigkeit an die Haut gelangt, dann kann es gefährlich werden, aber so jetzt aus der Entfernung nicht. Buttersäure, muss man sich vorstellen, ist ein Stoff ähnlich wie eine Stinkbombe, nur natürlich in vielfacher Konzentration. Und insoweit kann man sich in etwa vorstellen, wie es dann reagiert. Ja, weil er sagt, es wäre eigentlich.
mindestens Mein Name ist Simons, Einsatzleiter der Polizei hier in Bergheim. Diese Nacht gab es hier einen zumindest versuchten Einbruch, Diebstahl in einen Friseursalon. Dabei wurde die Scheibe des Salons eingeschmissen und später kam es zu einer Notverglasung, weil wir die Eigentümer des Friseursalons nicht erreichen konnten. Heute Morgen dann, als der Besitzer des Salons hier erschien, bemerkte er einen stechenden, beißenden Geruch, sodass wir erneut eine Streifenwagenbesatzung nach hier geschickt haben und konnten dann feststellen, dass zwei Behältnisse, in denen sich eine übel riechende Flüssigkeit befand, ins Innere geworfen wurden. Es ist zu vermuten, es ist noch nicht gesichert, dass es sich dabei um Buttersäure handeln könnte. Des Weiteren übernahm dann die Feuerwehr hier die Gefahrenlage, die Einsatzabsperrung und die Ableitung des Personenverkehrs. Ja, was sind jetzt die Maßnahmen der Polizei? Oder was gibt es denn für Ermittlungsgründe? Wir haben natürlich schon die Anzeigenaufnahme aufgrund des versuchten Einbruchdiebstahls hier aufgenommen. Jetzt kommt natürlich noch hinzu, dass mehrere Personen über Atemwegserkrankungen bei der Feuerwehr vorstellig geworden sind, die dann vorsorglich von der Feuerwehr ins Krankenhaus Bergheim gebracht wurden, sodass sich die Ermittlungen da natürlich dementsprechend ausweiten werden. Gibt es denn schon Hinweise auf die Täter oder die Motivation? Es gibt noch keinerlei Hinweise auf Täter oder Motivation. Das muss alles den Ermittlungen überlassen werden. Mein Name ist Thorsten Flemm, ich bin der Leiter der Feuerwehr Bergheim. Wir befinden uns hier in der Fußgängerzone in Bergheim. Ja, diese Nacht ist augenscheinlich zu einem Einbruch gekommen in einem Friseurgeschäft, wobei die Täter augenscheinlich zwei Behältnisse mit Buttersäure hinterlassen haben. Aus einem Gefäß war Stoff ausgetreten. Daraufhin wurde dann heute gegen 11.30 Uhr die Feuerwehr Bergheim alarmiert. Wir waren mit rund 30 Einsatzkräften hier vor Ort. Durch die Feuerwehr wurde der ausgelaufene Stoff gesichert und wird im Weiteren jetzt der Entsorgung zugeführt. Durch die Dämpfe, die aufgestiegen sind, wurden 8 Leute haben diese Dämpfe eingeatmet. Diese haben wir vorsorglich einer ärztlichen Untersuchung zugeführt. Mhm. Einsatzdauer hier ja, ca. 3-4 Stunden. Aber als Sie jetzt heute Morgen alarmiert wurden, war das dann nicht direkt klar, dass es um Buttersäure handelt? Sie hatten auch nochmal nachalarmiert dann. Ja, wir waren zunächst hier mit dem Stichwort ABC-Grundalarm, da die Sache unklar war. Die ersten Kräfte stellten dann halt fest, dass es sich augenscheinlich um Buttersäure handelt. Daraufhin wurden die entsprechenden Spezialkräfte nachgefordert. Können Sie noch kurz erklären, welche Einheiten jetzt von der Feuerwehr hier vor Ort waren? Ja, hier mit dem Einsatz ist zum einen die hauptamtliche Wache, dann der Löschzug Bergheim mit dem GSG-Container. Dann, weil wir erhöhten Kräfteansatz benötigten, zum Vorgehen unter Atemschutz und unter Chemikalienschutzanzug. Weiterhin die Einheiten aus Tor und mit dem Einsatzleitfahrzeugen die Einheit aus Quadrat. Während der laufenden Einsatzmaßnahmen kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen A und Quadrat Ischendorf. Gemeldet war hier ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem PKW, der sich auf der Anfahrt befindliche Pressesprecher der Feuerwehr Bergheim kam dann mehr oder weniger zufällig an dieser Einsatzstelle vorbei und konnte dann recht schnell Entwarnung geben. Letztendlich war es so, ein leerer Linienbus war mit geringer Geschwindigkeit auf einen stehenden PKW aufgefahren, sodass es doch nur zu einem Glasschaden kam. Aber es war jetzt wahrscheinlich sowieso so, dass die Wache noch besetzt war jetzt von anderen Kräften. Ja, wir haben ja neben der hauptamtlichen Wache, also es ist niemand von der hauptamtlichen Wache mehr ausgerückt, die Kräfte waren alle an dieser Einsatzstelle. Aber wir verfügen ja über 11 Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr, sodass wir hier ohne Probleme auch Paralleleinsätze haben.